Dann kam mein Bruder und hat gesagt, weißt du was, wir machen jetzt einen Antrag, du fliegst mit mir nach Australien. Und ich habe nicht richtig Lust gehabt, nach Australien zu gehen, weil das war mir von meiner Heimat so weit. Dann bin ich mit diesem Zettel, ich habe dann einen Antrag doch gestellt, mit Hoffnung, dass ich nicht nach Australien fliegen sollte. In Hoffnung, dass ich in Deutschland bleibe. Und dann habe ich natürlich mit diesem Zettel, wo ich Antrag gestellt habe, zum Arbeitsamt und ich habe gesagt, die sollen mir bitte vorübergehend irgendwie helfen. Da stand wahrscheinlich auf Zettel, dass ich vorüber arbeiten darf hier in München. Und habe ich Adresse von Arbeitsamt bekommen. Ich soll in Münzstraße, in drei Münzstraße am Hotel Platzl mich vorstellen. Und da habe ich mich vorgestellt. Die Frau Groß hieß damals, die war damals die Wächterin. Und die hat mich dann natürlich sehr gern aufgenommen. Ich war jung, ich war 18. Und die hat gesagt, ich soll als Zimmermädchen anfangen. Ich habe dann angefangen zum Arbeiten. Und war schön. Ich habe mehrere Mädchen aus Kroatien getroffen. Da habe ich mich ein bisschen wohl gefühlt. Dann habe ich gefragt, wie ich in Deutschland bleiben soll. Dann haben sie mir irgendeinen Peter Ilic oder wie der heißt, vorgestellt. Der sollte uns die Papiere machen. Und das hat er gemacht, aber war sehr, sehr schlimm und hat gedauert. Und ich bin mit ihm nach Zagreb gefahren, in deutsche Konsulate. Ich habe allerhand erlebt. Aber ich habe endlich meine Aufenthaltsgenehmigung für Platzl und Arbeitsgenehmigung für Platzl bekommen. Dann hat mir meine Chefin ausgesucht, hat gesagt, Antonia, du bist für mich, du sollst nicht Zimmermädchen arbeiten, du sollst im Buffet arbeiten. Und dann war ich 4 Jahre lang Buffet-Dame. Und habe ich verschiedene Arbeit gemacht, natürlich. Frühschicht, Nachtschicht. Aber das drinnen war, hat mir nicht so gut gefallen. Ich wollte immer was draußen arbeiten. Dann habe ich irgendwie meinen Mann kennengelernt, weil ich damals frei bekommen habe und wir sind dann zusammengekommen und ich kam nach Unterhaching. Ich habe ihm dann 72 geheiratet. Und dann ging ich nach Unterhaching und seitdem bin ich auch in Unterhaching, muss ich schon sagen. Mein Mann, Vater meines Kindes, war sehr fleißig, hat jedes Cent gespart, hat viel gearbeitet. Wir haben dann uns einen Garten gekauft und in diesem Garten bin ich heute noch immer beschäftigt und ich liebe ihn, ich hoffe nur, dass ich gesund bleibe und durch Yoga erreiche ich auch das, dass ich diese wunderschöne Natur pflegen kann und auch nutzen kann. Und ich hoffe, dass ich so lange mich mit Natur befassen kann, solange ich lebe, weil das gibt mir wirklich Kraft und viel Freude, weil ich das, was ich produziere, das esse ich, das mache, das verschenke ich, das verkaufe ich, alles Mögliche. Und das ist kein großer Gewinn, aber das ist einfach Sache, die ich mit meinen 10 Fingern mache und ganz biologisch und mit vielen schönen Sachen wie effektive Mikroorganismen. Ich produziere meine Dünger selber, ich produziere mein Spritzmittel selber. Es gibt bei mir überhaupt keine Chemie, nicht ein bisschen Chemie gibt es bei mir im Garten. Und das, was wächst, ist sehr schmackhaft und
Ist gut. Und jetzt nochmal, wenn ich zurückgehen darf, als Sie nach Deutschland gekommen sind, konnten Sie gar nicht Deutsch? Das haben Sie dann so nebenbei gelernt oder sind Sie mal in einen Sprachkurs gegangen? Ich habe nur nebenbei gelernt. Ich war nie in einem Kurs. Ich habe sehr schnell das kapiert im Platz schon, deswegen hat mir Frau Groß für Buffet ausgesucht, alle anderen nicht, war nicht geeignet. Meistens habe ich gelernt, wo ich dann Kinder bekommen habe und die kamen im Kindergarten. Und da habe ich oft teilgenommen an welche Spiele und Veranstaltungen und das war nicht schlecht. Und dann kam der Sascha in erste Klasse. Und dann war ich beim Elternabend und meine Lehrerin, das war die Frau Gabi, von Sascha Lehrerin, hat mich gefragt, Frau Kovacevic, welche Kurse haben Sie belegt, dass Sie so gut Deutsch sprechen? Das ist vor, sagen wir mal, 30 Jahren. Dann sage ich, keine, ich habe so gelernt. Dann hat sie gesagt, Sie können aber sehr gut Deutsch. Ich kenne Leute, Menschen, die mehrere Kurse gemacht haben, die haben nicht so gut, die sprechen auch nicht so gut Deutsch wie Sie. Also da bin ich wirklich sehr froh darum. Apropos Kurse, das wollte ich schon immer machen, aber ich habe nicht einfache Ehe gehabt und die zwei Kinder und immer gearbeitet und das hat nicht geklappt. Als junge Frau habe ich dann, als Mädchen habe ich dann, da habe ich die Schichten gearbeitet und da ging es auch nicht mit diesen Kursen, sodass ich natürlich keinen Kurs gemacht habe.